Ganz herzlich willkommen zu diesem kleinen Tutorial mit der Baureihe 628 von der Nindertalbahn. Es geht darum, hier einen Kaltstart durchzuführen. Der Triebzug ist komplett aus und unsere Aufgabe ist es, diesen Zug fahrbereit zu machen. Und das gucken wir uns jetzt mal zusammen an. Dafür geben wir jetzt einmal den Führerstand rein. Der Motor ist aus. Was wir zunächst dafür machen müssten, wäre einmal hier den Fahrtrichtungswender reinstecken und den in die Vorwärtsstellung packen. Was wir dann danach machen, wir gehen hier zu der Motorengruppe, Motorgruppe 1, und gehen hier auf Start für mehrere Sekunden, für so 5 ungefähr. So, das müsste auch schon reichen. Wir gehen mal nach hinten und gucken, ob der Motor an ist. Jawohl. Jetzt hört man es sehr gut, der Motor ist an. Wir hören halt hier vorne nicht so viel davon, weil das im Grunde genommen hier der Steuerwagen ist. Mehr oder weniger der Steuerwagen. Und hier hinten ist halt der Motor, der ist praktisch in diesem Teil des Zuges. So, zurück im Führerstand. Drücken wir erstmal auf die Taste V für den Scheibenwischer, beziehungsweise wir können das auch eigentlich hier machen. Den Scheibenwischer auf der rechten Seite auf ein, Scheibenwischer links auch gerne auf ein. Ne? So machen wir den Scheibenwischer an. Dann nehmen wir den Fahrtrichtungswender, der ist schon in Vorwärtsstellung, hervorragend. Dann nehmen wir die Signalleuchten und stellen die mal hier auf Spitzensignale. Das sind diese drei weißen Punkte hier. Und dann können wir das direkt auch mal kontrollieren. Und jawohl, dreimal weiß. Und hinten haben wir automatisch zweimal rot. So muss das. Okay, dann einmal hier den Bremsschlüssel reinstecken und auf zugeschaltet. Und die Bremse ein wenig einbremsen, damit wir nicht wegrollen. Genau. Dann können wir jetzt hier auf der linken Seite die Türen öffnen. Das können wir entweder hier machen, über diese Bedienung oder mit der Taste Y. Ne? Jetzt die Türen aufgemacht. Die Fahrgäste können zu- und aussteigen. Dann zurück in... Im Führerstand können wir auf Steuerung Enter drücken, dann machen wir nämlich die Sicherungssysteme an, die PZB, die ist jetzt an, daran zu erkennen, dass die 85 leuchtet. Dann können wir einmal hier die Anzeigendimmer auf hoch stellen, hier ist auch einer der Instrumentenbeleuchtungsdimmer, den gerne auch auf hoch. Hier machen wir die Instrumentenbeleuchtung an. Lokführer Pultbeleuchtungsdimmer können wir gerne anschalten und hier ist noch irgendwo einer. Zugspitzensignal ist schon an. Führerstandsbeleuchtung machen wir übrigens hier an und aus. Lassen wir jetzt aber aus. Genau. Dann haben wir das soweit. Dann können wir die Türen auch schon wieder schließen. Gehen wieder auf Taste Y. Können wir hier aus dem Fenster schauen, eigentlich dabei. Machen wir die Türen zu. Genau. So, das haben wir. Dann können wir, das ist ganz wichtig, einer der wichtigsten Punkte, den Startschalter bzw. den Leistungsschalter hier runter auf ein, damit wir überhaupt fahren können. Und dann nur noch die Bremsen lösen. Wir sehen hier den Bremszylinder. Bei 0 Bar können wir dann losfahren. Oh, hallo. Und wir dürfen beschleunigen. Genau, beschleunigen, das machen wir hier mit diesem Fahrschalter. Haben bis zu 7 Stufen, die wir da reinhauen können. Und ja, können dann eigentlich im Grunde losfahren. Und ja, das wäre es dann auch im Grunde genommen zu dem Aufrüsten, was wir uns einmal auch noch machen können. Wir gucken uns einmal den Innenraum des Zuges noch an. Und da muss ich euch sowieso noch was anderes zeigen. Also erstmal die Wagenbeleuchtung machen wir übrigens hier noch an. So, und dann können wir hier mal rein. Und hier vorne, Entschuldigung, guter Herr. Hier vorne ist eigentlich die SIFA. Ne, die ist auf der anderen Seite. Genau, also hier erstmal, ne, so der Innenraum können wir uns mal hier angucken. Hier ist die erste Klasse.
Sieht auch ganz interessant aus, so für eine erste Klasse. Raucher. Hier darf geraucht werden, finde ich nicht gut. So, hier in der zweiten Klasse darf auch geraucht werden. Ja, so sieht die hier aus. Auch schön voll hier. Und das sind die Toiletten. Nichtraucher. Und das hier ist auch Nichtraucher. Ah, interessant. Okay, also der Zugteil ist für Raucher und dieser ist hier für Nichtraucher. So. Genau, dann haben wir hier vorne die Klappe. Und hier können wir übrigens die SIFA dann einschalten. Ne? Und hier ist der Führerstand Nummer 2. Oder das wäre dann Führerstand Nummer 1. Und ja. Ne? Das wäre es dann soweit. Zugziel stellt sich übrigens automatisch ein. Genau. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen, für dieses kleine Tutorial und hoffe, dass ihr ganz viel Spaß habt mit der Strecke. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.